Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf Axtra Gaming. Heute spielt Wolfsburg gegen Bayern und ja, die Wolfsburger, die haben ja in den letzten Wochen schwere Ereignisse gehabt und viel Stress, weil ihr Mitspieler Junior Malanda bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und deshalb hatten sie in den letzten Tagen viel Stress um die Ohren. Aber jetzt geht wieder Bundesliga los. Trainer Dieter Hecking hat ihn eingeredet und auch ihm gesagt, dass jetzt ein Weg nach vorne ist und dass wir jetzt weiterspielen sollen. Und also ihm zuliebe weiterspielen lassen, hat er gestern noch im Interview gesagt. Also die Wolfsburger haben ja in echt gewonnen, hat er im Interview noch gesagt, dass er ihm zuliebe das übertrieben findet. Aber ja, das Leben geht weiter und heute geht's gegen die Bayern ganz schwer. Und also hier geht's dann los. Von links nach rechts, die Bayern in Rot-Blau. Ja, blau, würde ich mal sagen so. Rafinha. Auf Müller. Übrigens, Julian Draxler ist bei den Bayern. Habe ich einfach mal dazu getan. Von Schalke gekommen, letztes Jahr nach Bayern. Nicht wundern. Olic. Lago auf Draxler, da ist er. Macht das gut hier. Julian Draxler. Jetzt muss der Pass kommen, aber boah. Naja, auch, aber jetzt gibt es Einwurf für die Bayern. Robben. Und die erste Ecke für den FC Bayern München. Leute, ich muss mal eben ganz kurz was machen. Seitenwechsel. Wo kann man denn hier? Ja, Seite auswählen. Nee. Ist auch gar nicht, aber. Oder? So, ja. Einstellungen, Seitenwahl. So, weiter geht's. Auf den ja. Auf Robben. Robben macht das gut. Müller! Ist da die erste Möglichkeit für die Bayern. Aber es war auch abseits, so wenn er reingegangen ist, hätte er so oder so nicht gezählt, weil es abseits war. Ja, es gab ja ein paar Gerüchte, dass André Schürrle zu Wolfsburg wechseln soll. Das hat Dieter Hecking letztens auch ja so in der Art bestätigt. Also der Geschäftsführer Klaus Allofs hat auch gesagt, dass er ja, wenn er kommen sollte, den Platz von Ivica Olic einnimmt, weil der ja sehr wahrscheinlich nach Hamburg wechselt, weil er sich überhaupt nicht wohlfühlt in Wolfsburg, obwohl er ein sehr guter Spieler ist, ein sehr erfahrener Spieler. Er ist ja schon mittlerweile, glaube ich, 34 Jahre alt. Olic.
geklärt. Auf die Bayern jetzt, auf Rafinha. Super Zusammenspiel mit Robben. Robben, Arjen Robben, der kann das gut, der macht das auch toll. Aber ja, super Solo hier. Und so einen Ball macht er sonst immer rein. Und da ärgert er sich, der Arjen Robben. Alaba. Die Bayern spielten, machten das super jetzt. Naldo, Ribery und Draxler, Müller. Und Einwurf für die Bayern. Alonso. Boah, das kann der besser, der Spanier. Die nächste Partie ist ja Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg. Und gleich können wir auch mal sehen, womit Bayern es als nächstes zu tun hat. Luis Gustavo. Kevin De Bruyne. Luis Gustavo. Alonso. Ah, das war unklug. Olic. Virinha. Alaba. Ich glaube, nächste Woche müssen die Bayern zu Hause gegen Schalke spielen. Ja. Virinha und jetzt ist Halbzeit. Ja, sowas hat man nicht oft von den Bayern gesehen in der ersten Hälfte. Ein 0-0. Na, aber ja. Wir gucken mal weiter. Die zweite Hälfte. Mal gucken, was sich noch so ergibt. Gilabogi! Er macht's nicht. Das wäre die Chance zum 1-0 für die Bayern, für die Wolfsburger gewesen. Müller! Macht er's! Er auch nicht. Robben. Nee. Das passiert ihm auch selten, dem Arjen Robben. Ja, die nächste Partie Dienstag, auch 3. Februar, Bayern gegen Schalke, das Topspiel. Das kommentiere ich natürlich. Der Elias ist ja erst nächste Woche zuständig. Da kommentiert er den ganzen Spieltag, also vielleicht am Samstag. Und jetzt ist Caligiuri in der Partie für Virinha. Das geht ja gar nicht, ne? Das ist ja ein bisschen aber glaube ich. Das kann man ja nicht machen, ne? Deswegen kann der Mann dann da draußen bleiben. Ich komm mal rein.
Das war gut. Das war sehr gut. Arjen Robben auf Benaglio. Sollte die Partie 0-0 ausgehen, dann haben beide einen guten Grund. Caligiuri. Aber Wolfsburg kommt auch mit den guten Chancen. Die Bayern wie gestern verunsichert. Das Team von Pep Guardiola spielt nicht so, wie er sich das doch erwünscht hat. Und jetzt die Bayern wieder über Müller. Lauf, Schweinsteiger. Und der Ball ist im Aus. Der Schweinsteiger. Fehlpass. Ulic. Kommt vielleicht mal die Bayern. Über Müller. Da muss er doch sein. Gnabry. Draxler. Dann nicht auf und dann ist. Oh, diese Möglichkeit. Aber auch wieder Benaglio. Der macht heute ein super Spiel. Franck Ribéry. Alaba jetzt. Und Rafinha. Los, Alaba. Und Robben. Die wollen's. Man sieht's denen an, dass die jetzt wollen. Wieder Freistoß für die Wölfe. Müller, jetzt muss er den noch machen. Nein. Nee, jetzt gibt's Ecke. Alaba. Benaglio sieht ganz so aus wie ein 0-0. Jung. Da gibt es noch die ein oder andere Chance für den FC Bayern München. Ribéry. Eckball nochmal. Alaba. Und das war's aber auch schon. Beide holen sich einen Punkt. Auch hier ein torloses 0-0. Es hat Spaß gemacht, das für euch zu kommentieren. Und ja, ein Punkt reicht jedem. Der erste gegen den zweiten. Bayern ist immer noch erster. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao.